Yeah. 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 So Leute, was geht? Gruß geht raus von mir. Wir spielen heute FIFA 22. Ich hab's schon 2 Tage da, aber Leute, ich habe leider keine Zeit, gerade irgendwie Videos zu machen. Stress und bald steht Urlaub auch noch vor der Tür. Also, so wie ich Zeit habe, mache ich was. Und ihr könnt es auch sehen, ich habe sogar auch schon Far Cry hier. Mal sehen, wann da das nächste Video dann erscheint von. Aber wir haben es da, es wird auf jeden Fall gezockt. So Leute, auf jeden Fall, ja, FIFA 22, was kann ich sagen? Ich habe jetzt 2 Tage gespielt, es ist mega. Wirklich, mir gefällt übelst dieser Volta-Football, also diese Street-Fußball-Atmosphäre ist absolut mega. Dieser Ultimate-Team war noch nie so richtig meins, dieses Pack-Opening stehe ich nicht so drauf, dass die Leute so viel Geld verballern. Und vor allem, gibt mal, googelt einfach mal bei YouTube FIFA. Ey, 90% aller Videos ist nur Packs öffnen. Also mir persönlich, ich frage mich da, ob die YouTuber das überhaupt spielen, das Game, oder nur wegen den Klicks nur Packs öffnen. Also keine Frage, wir spielen auf jeden Fall heute Volta Football. Ich zeige euch den Modus, bisschen paar kleine Details, dies, das. Komm, wir gehen rein, Leute. So, auf jeden Fall jetzt was Kleines, ein bisschen zu diesem Volta-Modus. Den finde ich persönlich mega geil, also wirklich funny. Ihr könnt mit Freunden spielen, wie ihr unten rechts sehen könnt. Ihr habt verschiedene Modusse. Auf jeden Fall erstmal kurz vorweg. Diesen Volta-Arcade-Modus sehe ich heute zum ersten Mal. Der war nämlich noch die ganze Zeit irgendwie nicht vorhanden. Da stand immer ein Tag, dann ist er jetzt freigeschaltet. Heute sehe ich es zum ersten Mal. Und zum Release-Tag ging es gar nicht, dieser Volta-Modus. Erst am Abend. So. Und ich spiele normalerweise immer Volta-Match, Volta-Battles. Volta-Match ist natürlich online spielen gegen andere. Mega geil, Battles, dann spielt ihr mit eurer Mannschaft, könnt ihr alles zusammenstellen, euren Charakter, Avatar gestalten, was weiß ich, immer auch im Shop und so. Aber nicht quatschen, rein da, es ist mega funny, lustig, los jetzt. Und eins muss ich sagen, die Mucke im Spiel ist wirklich geil gemacht, also es macht richtig Laune, macht richtig Laune. Yeah! Bra, bra! Geht's ab hier. Das Problem ist wirklich, wenn ihr online spielt, die Leute passen sehr ungerne. Die wollen alle Ego machen. Aber irgendwann ist halt einfach Schluss. Ihr müsst passen auch. Sonst verliert ihr das Match. Guck hier, ihr seht schon, er hätte locker easy passen können. Aber nichts da. Und genau das passiert dann. Pass, Tor. Scheiße. Voll das Gegentor kassiert. Also wenn ihr mit random Leuten spielt, ist... miese Prise. So. Digga. Was? Was? Boah, ich könnte mich aufregen, Alter. Was macht der Idiot? So. Können natürlich dribbeln. Und so macht man das Tor. Wer ist der Boss? Oh! Komm, komm, komm! Bastel, du! Ah! Kann doch nicht wahr sein, Alter. Oh, komm, Junge. Komm, Junge. Was wird das denn? Nochmal, Nachschuss. Yeah, schön. Pass doch mal, du vollgeschissener, Alter. Was soll das denn, ey? Mensch, ey. Diese Drecks-Ego-Spieler hier nur, ey. Unten steht er frei, Lila. Alter, Dicker. Das ist sowas von krass schlecht. Sowas von krass schlecht. Bietet euch an. Jawohl, der war nicht schlecht. Siehst du, die passen. Und so funktioniert's. Weil die auch die ganze Zeit passen. Boah, Dicker, Dicker, Dicker. Was ist los? Alter, passt doch mal hier. Ey, das gibt's nicht. Die passen ums Verrecken nicht, ey. So, da geht er. So geht das. Passen, Jungs. Passen. Jawohl, seht's euch an. Zack. Schönes Tor. Oh, shit, Digga. Oh, das gibt's nicht. Sofort das Gegentor. Ja, muss man sagen, unsere gegnerische Mannschaft spielt besser zusammen.
Ist einfach so, keine Chance. Digga, den hab ich. Schön gesehen und macht das Ding. Ah, so geht das. Alter, wer ist der Spielmacher auf dem Platz? Pass doch runter, Digga. Oh, Alter, Junge, ey. Mit was für Leuten spiel ich denn hier, ey? Oh, Schiff. Nein! Weg, weg den Ball, Digga, weg den Ball. Ja, schade. War nicht schlecht, war nicht schlecht. So, ihr habt auf jeden Fall erstmal gleich einen ersten Spieleindruck bekommen. Es ist auch gar nicht so einfach, online zu spielen. Also dieser Battle-Modus ist leichter. Das spielt ihr. Komm, wir gehen mal kurz, schauen uns das mal an. Und zwar, hier könnt ihr euch einfach aussuchen und 5 gegen 5, 3 gegen 3 natürlich diese Spielpunkte zu erreichen. Und diese Points, ne, und könnt euch durchspielen. Diesen Arcade-Modus, schauen wir jetzt einfach mal rein, weiß ich nicht, der ist wirklich, ach shit, jetzt habe ich nochmal gedrückt. Komm raus hier, Digga. Ab heute neu, kenne ich gar nicht. Weiß nicht, was da auf mich jetzt zukommt, Arcade-Modus. Volta Arcade. Einfach mal schauen. Zufällig ausgewählte Minispiele. Tritt in einer Serie mit mehreren Runden in zufällig ausgewählten Minispielen 2 gegen 2. Ah, und freie Wahl an. Bin ich mal gespannt. Ah, ist sowas von chillig mit dieser Musik und sowas. Ist einfach geil. Wie immer. Boah, wo bin ich denn? Alter, was geht denn hier ab? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Und jetzt? Hä? Verstehe ich nicht. Ich raff den Modus nicht, Leute. Ach, ich muss den Ball bei mir ins Tor bringen, um Points zu erreichen. Oh, oh. Ah, glaub mir nicht den Ball, Digga. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Und nimm dir den Ball ab, Digga. Nimm dir den Ball ab. Ah, jetzt habe ich den selber bei ihnen reingeschossen. Ja, eigentlich ganz funny. Oh, shit. Da war ich wieder zu langsam. Ach, ihr könnt nur schießen. Also, wenn ihr in euren Farben drinne seid. Vorher könnt ihr nicht schießen. Jetzt check ich's. Jetzt check ich's. Gib den Ball her. Er ist gelb, Digga. Er muss darüber. Er kann nicht schießen. Digga, gib mir. Boah! Alter, habt ihr den gesehen? Alter, ich hab zwei Bälle. Alter, jetzt hol ich auch noch auf hier nach hinten, ey. Los, gib alles her, gib alles her. Ich weiß gar nicht, bis wann es geht. Er ist ja schon bei 11 oben. Alter, nimm den gelben, den Ball weg. Dritter. Erste Runde. Passt. Kann man machen, ey. Arcade-Modus, ihr habt's gesehen. Ich kannte ihn nicht. Saugeil, ist witzig. Ach, da kommen noch verschiedene Minispiele. Wie gesagt, schaut's euch an. Ich werde das jetzt nicht alles durchgehen. Ich will auf jeden Fall euch nochmal den Shop zeigen. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall mal sofort. Geiler Beat, ey. Ist der Beat nicht erste Sahne? So, wir schauen uns nochmal schnell den Volta-Shop, nehme ich an. Weil ich habe noch ein bisschen Kohle hier auf Seite. Suchen wir uns mal noch ein bisschen was aus hier. Was, eine Jacke? Ich weiß nicht. Ich gucke lieber erstmal bei Shorts oder irgendwas. Also ihr könnt hier alles Mögliche euch aussuchen. Von Schuhen, Tattoos, Strümpfen. Aber was kaufe ich mir denn jetzt mal ganz schnell? Ich glaube, ich hole mir mal eine andere Hose oder so. Vielleicht mal was Kurzes. Jeans, also das sieht ja richtig hoch, ihr wisst schon, aus. Ah, es wird auch richtig teuer, ey, gell? Weil so viel habe ich gar nicht, also die Points sind wirklich... Also um 10.000 habe ich jetzt bestimmt schon 2 Stunden locker gespielt, 3 Stunden am Stück. Ah, guck mal, die Hose, Alter, die hat 5,4 gekostet, Digga. Die kostet 11.000, Digga. Was ist los, ey? Nee, komm, ich behalte mal meine Hose. Ich glaube, ich habe schon einer der Besten da rausgesucht, ey. Ah, komm, dieses Oberteil muss weg.
Also ein Top wäre nicht schlecht, Alter. Dieses Top wäre nice, ey. Oh, die Jacke, ey. Aber brutal. Die Jacke ist richtig brutal. Nee, irgendwas nicht hier. Alter, das sieht ja aus, als gehe ich hier zur Techno-Disco. Das haben ganz viele auf jeden Fall. Das haben auf jeden Fall ganz viele. Den typischen Street-Style draußen auf der Straße. Ja, sieht ja gar nicht schlecht aus, so eine Jacke hier. Was nehme ich denn jetzt hier? Orange, Digga. Ja, so viel. Auch wieder zu grau. Ich will schön bunt sein, Alter. Richtig auffallen. Naja, komm, die blaue, Digga. Die steht mir doch. Freischalten. Jetzt einsetzen. Jawohl. Und da haben wir das. Dann schauen wir nochmal. Hose, nee. Haben wir eigentlich eine richtig fette. Irgendein geiles Trikot noch drunter. Ah, nee, da ist das komplett weg. Na, das ist ja scheiße. Nee, das ist scheiße. Suchen wir uns noch ein paar Schuhe aus. Tattoos habe ich den Typen mir auch schon verpasst. Also ihr seht ja, Leute, ihr könnt hier richtig noch geil rumspielen. Und ich höre auf jeden Fall jetzt erstmal auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, dies, das. Wie gesagt, Far Cry zocken wir auch noch bald. Und ich habe auf jeden Fall noch eine kleine Story bald. Meine Water Games kommen nämlich zurück. Und da ist auch einiges passiert. Ein Spiel wurde nicht gecradet. Mein Geld, ich habe es noch nicht zurückbekommen. Es ist beim Zoll gelandet, bla bla blub, mache ich auch noch ein Video drüber. Ich hoffe, ihr seid alle dabei in der nächsten Zeit. Bleibt am Start. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich bin raus. Peace. Yeah. 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 I said I feel invisible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on.